Wir haben in unserem Netzwerk, in unserem Firmenverbund eine ganz klare Strategie. Und die beschäftigt sich im Endeffekt mit dem Thema Ressourcen erhalten und Umwelt lebenswert erhalten. Wir haben eine Turbine, die arbeitet ohne irgendwelche Kühlmittel oder Öle. Sprich, sie arbeitet sehr sauber und hat eine sehr, sehr hohe Lebenszeit. Man kann sie sehr lange nutzen. Die Motivation bestand darin, eine mobile Energiewandlungsanlage zu entwickeln, die Stoffe wandelt, die herkömmlich normalerweise nicht in diesem Bereich verwendet werden, wie zum Beispiel Biomasse, industrielle Reststoffe, Müll, und diese quasi zu dem normalen Energiemix hinzuzufügen und somit halt jeden Tag verfügbar zu machen. Was die Funktion der Anlage angeht, man muss sich das relativ einfach vorstellen. Wir haben drei wichtige Teilabschnitte. Das ist einmal die Verbrennung des Stoffes. Das muss nicht immer eine Verbrennung sein, das kann auch ein anderer Prozess sein. Mit dem so entstehenden heißen Gas gehen wir in ein spezielles Wärmetauschersystem. Dieses System tauscht so viel wie möglich dieser Wärme in unsere Turbine. Die Turbine generiert daraus Strom. Ein erwähnenswerter Aspekt oder ein weiterer Teil dieser Innovation besteht darin, dass wir weltweit bisher die einzigen am Markt sind, die so eine Lösung anbieten. Unser Kooperationspartner ist in diesem Projekt die BTU Cottbus Senftenberg. Die haben uns hier insbesondere bei dem Thema Berechnung, Anlagenauslegung, Simulation unterstützt.